So, moin Meise. Also wenn ich Hunger habe, dann mache ich mir mal so ein dieses eine Gericht. Und das ist basically einfach Sandwich. Und jetzt machen wir mein Lieblingssandwich. Es ist sehr basic und dieses Video hat auch wieder gar keinen Sinn. Aber wir machen das jetzt und ja. So, wir haben hier unser Toast. Wir haben hier basically Mayo, Käse und Salami in einer Tupperdose. Und ja, dann holen wir uns einfach mal einen Sandwichmaker. Es ist halt wirklich, das einfacher wird es eigentlich nicht gehen an Sandwich. So, wir tun den rein, holen währenddessen mal einen Tellerchen raus. Nehmen uns halt einfach zwei Toastscheiben für zwei Sandwiches. So, dann mache ich immer Folgendes. So. Nehmen wir noch die Mayo. Dann mache ich hier immer so ein schönes X drauf. Basically einfach so ein X. Das mache ich dann auch auf dem zweiten Toast. So, und das war es eigentlich schon davon. Dann nehme ich mir meistens den Käse. Den tue ich jetzt erstes drauf, weil ich habe Experience, dass es viel geiler ist, wenn der Käse zuerst drauf ist, weil der Käse dann meistens schon so ein bisschen rausläuft und dann ist es einfach die mega geile Experience. Ich bin nicht so der Fan von über viel Käse. Können natürlich auch einfach Ding zusammenklappen und so drauf, aber ich nehme jeweils immer eine Hälfte für ein Sandwich. So, und das war es dann auch schon vom Käse. Dann nehme ich mir halt einfach hier die Salami, jeweils zwei Stück. Und die meisten denken jetzt vielleicht, sicher, Mayo passt da ja gar nicht drauf, aber ich sag euch, Mayo ist actually mega geil auf Toast, also auf Sandwich, ultra sicko mode. So, den hauen wir uns rein. Oder ich die nächsten zwei Toastscheiben drauf. Machen wir manchmal auch vier Toast, das ist dann actually viel. Ah nee, warte mal, ich habe eine Sache vergessen. Als kleines Add-on kann man nämlich noch Folgendes tun. Man nimmt sich ein bisschen Oregano, das ich hier habe, ein bisschen Würzi-Mürzi. Streuen es so ein bisschen da drauf. So, ein bisschen mehr ruhig. Nochmal so einen kleinen Pizza-Flair, würde ich schon fast sagen. So, das reicht auch. Dann machen wir das wieder zu. So, dann können die Toastscheiben auch schon wieder drauf. So, dann nehme ich mir immer eine Schere, die extra für Lebensmittel gedacht ist. Und zwar diese hier. Und dann hauen wir das Ding auf. Nicht wundern, das qualmt kurz. Und dann tun wir da direkt die Dinger rein. Dann brennen die nämlich noch schön. Dann können wir die hier einfach reinmachen, machen das Ding zu. Während das im Sandwichmaker ist, kann man währenddessen schon easy aufräumen, weil das Toast braucht ein bisschen. Kann man einen Kaffee machen. So, ich wasche mir dann immer gerne die Hände, weil meine Finger jetzt halt ein bisschen nach Käse riechen und den eigentlich an sich mag ich Käse nicht. Bin eigentlich echt ein Fan von Schmelzkäse. Ich mag halt diesen Käsegeruch nicht an meinen Händen, das kann ich gar nicht ab. Deswegen wasche ich die immer danach. Man generell machen, bevor man was isst eigentlich. Riecht schon richtig geilomatiger. Ja, ich weiß nicht. Also es ist eigentlich das basicste Sandwich, was man sich überhaupt denken kann. Aber es ist schon ziemlich sick, muss ich sagen. Schon geil. Ist auf jeden Fall schon geil. So, der Kaffee war dann auch ready. Wir können zwischendurch schon mal gucken, weil der hört irgendwann auf, stark zu brodeln. Und dann, warte mal. So, währenddessen hole ich mir schon mal eine leckere Soße auf den Kühlschrank. Ich gucke erstmal, was das ist. Süße Chili-Soße für Huhn kann. Süße Chili-Soße ist gut. Das ist nämlich diese Soße. Die haue ich mir meistens so ein bisschen drüber. Die hat jetzt hier halt keinen richtigen Verschluss. Das ist halt jetzt einfach nur so. Aber die könnte zu flüssig sein. Nein, nee, die ist in Ordnung. Aber davon wirklich nur ganz wenig drüber. Oder ein bisschen zum Eintunken. Wir hatten mal eine mit einer schmalen Öffnung. Das ging dann ein bisschen besser. Ist nämlich geil. Das ist nochmal ein geiles Topping. Und man denkt zwar, ey Digga, Mayo und diese Scheiße, Digga. Wenn ich das beides im Mund habe, muss ich kotzen. Aber ganz ehrlich, es ist voll in Ordnung irgendwie. Ist auf jeden Fall gleich ready. Also das mache ich halt, das ist halt schnell gemacht. Ne? Wenn du da routiniert bist, dann läuft es in 5-6 Minuten und dann hast du deine 2-4 Sandwiches. Also easy Snack und macht sogar satt. Deswegen let go. Gibt auf jeden Fall den Stern. Essentiell auch manchmal könnt ihr noch additional ein bisschen Fliegenspray draufhauen, aber nur für die Feinkoster. Meistens ist unten drunter heißer. Guck mal, wie die von der anderen Seite aussehen. Und dann drehe ich die einfach jetzt mal um. Ja, hab ich mir fast gedacht. Ich weiß nicht, wieso die unten runteren Platzen heißer sind. Das ist echt dumm gemacht. Ich weiß nicht, warum man so einen dummen Sandwichmaker konstruiert. Aber okay. So, das war die Schere. Können wir dessen schon mal hier so ein bisschen von der Asia-Soße draufhauen. Perfekt. So, jetzt sind sie für mich perfekt. Wer es dunkler mag, macht es natürlich dunkler. Wer es heller mag, macht es natürlich heller. Logischerweise. Dann kann man die hiermit auch direkt schneiden. Bisschen heiß, aber war das gut. Genau, ein paar Bakterien mitgenommen, auch auf jeden Fall wichtig. So, das wäre jetzt so das Sandwich einfach. Das kann man noch, wenn man möchte, mache ich jetzt zum Beispiel nicht, wenn ich es privat mache, noch schön anrichten. Kann man auch gerne noch da drüber jetzt noch ein bisschen Oregano draufhauen. Das ist jetzt mein Sandwich. Das ist es halt basically. Es sieht schon echt pervers geil aus, ne?
Es schmeckt halt auch wirklich, probiert es aus, wenn ihr noch nicht so ein Basic-Sandwich hattet. Ihr braucht aber wirklich so einen Sandwich-Maker, sonst bockt es nicht. Aber ich meine, Digga, das ist asozial geil. Ihr seht da auch schon den Käse rauslaufen. Es ist wirklich schmackofastastisch, Alter. Tschüss.